Und damit herzlich willkommen zu meiner kleinen Wochenshow, die eigentlich ein Wochenrückblick ist. Oing. Es ist in der letzten Woche viel passiert. Wir sprechen unter anderem über Beef, über Julian Zietlow und Christian Wulff, über Screws und Shuyoka, über Rohart und Phoebe, über Rohart, ob er eventuell homophob ist, über die AfD, über den Skandal um CNG, über ein YouTuber-Kollektiv, das ein 5-jähriges Kind auf dem Gewissen hat und natürlich am Ende wie immer Werbung in eigener Sache. Gehen wir direkt rein. Let's go! Und zwar beginnen wir mit dem Elefant im Raum, mit der Thematik, mit der ich mich letzte Woche nicht befassen wollte, weil sie allgegenwärtig war und wir dieses Thema viel zu oft diskutieren müssen und es mir gelinde gesagt wirklich aus dem Hals rauskommt. Und zwar die AfD. Die AfD erlebt ja gerade in Thüringen einen Aufwind. Da muss man an der Stelle meiner Meinung nach nochmal die Leute zurück auf den Boden der Realität holen. Selbstverständlich ist das Wahlergebnis in Thüringen in Bezug zur AfD in Sonnenberg sehr, sehr alarmierend. Dort hat für die wenigen Menschen, die wirklich, wirklich unterm Stein leben und es nicht mitbekommen haben, hat die AfD es geschafft, in den Landrat auf kommunaler Ebene sozusagen in das politische Verwaltungsgremium reingewählt werden zu können. Da hat Stay meiner Meinung nach eine gute Zusammenfassung des politischen Angebots, was die AfD unter dem Kandidaten, dem besorgten Bürger, angebracht hat, gut zusammengefasst. Auf den Wahlplakaten der AfD stand beispielsweise: Euro abschaffen, Grenzen schließen, Frauen vor dem Islam schützen, Rundfunkbeiträge abschaffen, gegen Sanktionen für billiges Gas. Wenn wir jetzt im Nachhinein also evaluieren, was dieser Kandidat seinen Wählern und Wählerinnen bietet, sozusagen gar nichts, weil er Kommunalpolitiker ist und nicht ein einziges seiner Themen umsetzen kann, weil er Kommunalpolitiker ist und das Welt bzw. Europa oder Bundespolitik ist, die hier besprochen wird, ist das wie immer, wenn es um die AfD geht, reiner Populismus, der nur den Anspruch hat, irgendwelche Leute aufzuhetzen. Das einzig Vernünftige bzw. Beruhigende an der Thematik, die man sich vielleicht vor Augen halten sollte, ist, dass lediglich 15.000 Menschen diesen Menschen ins Amt gewählt haben. Also kann man nicht davon sprechen, dass die absolute Mehrheit in Thüringen, in Sonnenberg, faschistoid ist. Lediglich eine sehr stark ausgeprägte Politikverdrossenheit herrscht dort, dass es extrem viele Nichtwähler, wie wir halt mittlerweile auch schon lange wissen, gibt's und dadurch jegliche andere Stimme, die der wirklich frustrierten Leute stärker ins Gewicht fällt. Dementsprechend, Leute, geht wählen. Und vor allen Dingen wählt irgendjemanden, Hauptsache nicht die AfD. Da schadet der AfD am meisten. Wählt von mir aus kleine Parteien in die Verantwortung, sodass das politische Angebot im Allgemeinen aufgrund des wachsenden Wettbewerbsdrucks sich umorientieren muss, wieder eher zu den Wurzeln, zu den bürgernaheren politischen Entscheidungen kommen muss. Das an der Stelle. Warum die AfD so stark ist im Osten, arbeitet der Parabelritter sehr, sehr gut in zwei Videos auf. Und zwar einmal das Video Ostfrust, das schon etwas länger auf seinem Kanal zu finden ist. An der Stelle unbedingt zu empfehlen, unbedingt wichtig da reinzugucken. Einfach nur um zu verstehen, wie krass der soziale Aspekt im Osten vernachlässigt wurde nach der Wende und wie frustriert diese Menschen dort sind. Und wenn man sich das mal gegeben hat und versucht, also ein bisschen empathisch an die Thematik ranzugehen, dann versteht man auch, warum dort so viel politischer Frust herrscht. Ich persönlich kann das super gut nachvollziehen. Ich habe auch auf meinem Zweitkanal, Shoutout an der Stelle an mich selber, eine Reaction zu der Thematik hochgeladen auf das zweite Video, was ich auch empfehlen möchte. Und zwar Ostschande heißt es im Thumbnail. An der Stelle greift der Parabelritter nochmal diese ganze Thematik auf und zeigt eigentlich auf, dass im Osten die Menschen kaum bis keine Wahl haben, in irgendeiner Weise politisch gehört zu werden. Und dass man nach Jahrzehnten hinweg, wie ein Christian Lindner ziemlich tone-deaf auch anmerkt, man ja die Linke eher wählen sollte oder in dem Fall auch gewählt hat, es aber nichts gebracht hat, man jetzt zu der anderen Protestfraktion tendiert. Aus Frust, aus Ohnmacht, aus Machtlosigkeit. Und das nicht, weil diese Menschen inhärent demokratiefeindlich sind, inhärent unpolitisch oder faschistoid sind, sondern eben, weil sie in Bezug zu dem modernen Begriff der Kolonialisierung in dem Fall strukturell vom Westen ausgebeutet wurden nach der Wende. Ich finde die Thematik super wichtig, gerade in Bezug zum Osten, dass man diese ganze Sache einmal etwas differenzierter betrachtet und auch empathisch daran geht und versteht, warum es so ist im Osten, wie es ist. Denn nur dann kann man zielgenaue Lösungen für die Erstarkung faschistoider Elemente in unserer Gesellschaft finden. Und da kommen wir auch direkt zu der Rubrik, die ich in diesem Format einbauen möchte. Die Empfehlung der Woche. Und das ist an der Stelle der Kanal von Stay, Meinungsmache, der ähnlich wie ich die Informationen der vergangenen Woche aufarbeitet, sich aber primär auf politische Themen konzentriert. Finde ich sehr wichtig, finde ich sehr wertvoll. Ich persönlich hätte nicht den Nerv, das zu machen. Dementsprechend empfehle ich euch wärmstens, den Kanal von Stay zu schauen. Er verlinkt immer schön die Quellen, auf die er sich bezieht, sodass man die selber nochmal nachlesen kann. Finde ich sehr geil, die Handhabe. Kann man nur unterstützen. Folgt da gerne rein.
Lasst unter seinen Kommentaren gerne schöne Grüße von mir da, denn da muss man sich einfach unterstützen, meiner Meinung nach, wenn es dann um Nacherzählung und Reviews von der vergangenen Woche geht. Kommen wir direkt zur nächsten Rubrik, die ich hier auf diesem Kanal einführen möchte. Neues per Beeftaube. Und den ersten Beef, schön saftig und zart, den ich für euch hier vorbereitet habe, ist der Beef zwischen Julian Zietlow und Christian Wulff. Die beiden wohl unangenehmsten Fitness-Influence-Supplement-Hersteller innerhalb der Branche haben untereinander einen ziemlich dollen Konflikt, was ich witzig finde. Guckt gerne bei Unico auf dem Kanal nach seinem Video. Ich verlinke euch das. Ich möchte euch hier nur diesen Clip einmal zeigen, um aufzuzeigen, wie viel Salz in dieser Thematik vorhanden ist. Krass, deine neuen Stories. Ich kann das natürlich nicht beurteilen, aber ich sehe, dass der Schmerz bezüglich deiner Vergangenheit und deinen Kids echt ist. Und dir die Kinder zu entziehen, ist in jedem Fall nicht okay, zumindest meiner Ansicht. Ich schreibe dir, weil ich dir in diesem Aspekt meine Hilfe anbieten will. Wenn ich was tun kann, Anwälte, Kontakte, sonst was, um dir zu helfen, deine Kids zu sehen, gib mir Bescheid. Vielleicht ignorierst du die Nachricht, vielleicht nicht. Ist zu 100% ernst gemeint, weil ich sehe, dass deine Emotionen echt sind und mir nicht vorstellen mag, wie sich das anfühlt. Und scheinbar hat er die Nummer nicht eingespeichert und hat gefragt, wer ist da? Und dann meinte die Person, jemand, der auch bis heute Morgen dachte, dass du hier rein der Böse wärst, Christian. Daraufhin hat Julian Zietlow ihm geantwortet, lieber Christian, wie ich geschrieben habe, bin ich für dich da, wenn du Bock hast, aufzuwachen, weil dein Potenzial unendlich ist. Bis dahin, FICK, bitte dein scheiß Vater, du Stück Scheiß. Es schmeckt sehr gut. Kommen wir direkt zum nächsten Beef. Dieses Filet ist nicht ganz so zart wie der vorige, aber auch köstlich. Und zwar hat Shuyoka Beef mit Skyros. An der Stelle muss man vielleicht nochmal erwähnen, Skyros hat in der Vergangenheit mit Dara, dem radikalen Demokraten, eine Diskussion geführt, während ich ihn geradet hatte. Also den radikalen Demokraten, natürlich nicht Skyros. So. Und weil diese beiden Menschen eine Diskussion geführt haben, auf Augenhöhe, beziehungsweise hat, so habe ich es erlebt, Dara sehr klar eingeräumt und eingeordnet, wenn Skyros rechtspopulistischen Blödsinn geredet hat, hat sich eine Shuyoka und eine andere Person, auf die zum Beispiel KuchenTV sehr viel eingeht, sich darüber echauffiert, dass Dara, der radikale Demokrat, sich mit einem Skyros austauscht. KuchenTV an der Stelle ist natürlich dann die Brücke, die diese beiden Beef-Fraktionen verbindet und auch darüber berichtet hat, hat sich darüber echauffiert. Ich persönlich verstehe nicht, warum ihn das stört. Andersherum verstehe ich es schon, weil Shuyoka gibt halt gut Klicks auf seine Reichweite. Wer hätte gedacht, dass jemand, der Dinge wie Gutmenschen und woke linke Cancel-Bubble und eine Community besitzt, die solche Rhetorik gut findet, gut Klicks damit macht, gegen weibliche, sehr laute linke Creator zu schießen. Wer hätte das gedacht? Egal, worum geht's in dem Beef? Shuyoka stört sich daran, dass ein Dara, der ja eigentlich Ally mit ihr ist, sich mit Menschen unterhält, die unter anderem Folgendes sagen. Kann ich zum Beispiel gut nachvollziehen. Ich persönlich feiere das auch nicht, wenn Menschen, mit denen ich gut bin, die ich als mit mir auf einer Wellenlänge wahrnehme, mit Menschen chillen, die solche Dinge sagen. Muss ich persönlich ganz schnell los. Ich verstehe halt nicht, warum KuchenTV das nicht sehen möchte. Beziehungsweise ist es mir letztendlich auch egal. Ich fand den Beef, diesen kleinen Hin und Her hier Kack, schon wieder sehr funny. Beef schmeckt immer. Auch altes Beef schmeckt gut. Dementsprechend, das haben wir uns Mokos reingerendert. Auch scheint KuchenTV in Bezug zu Skyros und der Handhabe um Skyros herum die Reaktion von Shuyoka nicht nachvollziehen zu können, nicht zu feiern. Ich persönlich finde, gerade in Bezug zu Skyros kann es nur eine Reaktion geben, und zwar diese hier, die dann zu einer folgenden resultiert. So viel dazu. Und zwar, wir gehen zum nächsten Thema für die digitalen Veganer unter uns. Gossip. Auf leichte Kostbasis angelehnt. Wer sich vielleicht noch erinnert an einen vergangenen Wochenrückblick von mir, habe ich ja aufgezeigt, dass eventuell eine Phoebe und ein Rohard zusammen sind oder auch nicht. Das hat sich jetzt bewahrheitet, beziehungsweise ist das Update mittlerweile auch schon wieder hinfällig, denn diese beiden haben sich getrennt. Dort hat Rohard in dem Fall ein Statement hochgeladen, das klar aufzeigt, dass sie zwar zusammen waren, er aber im Nachhinein nichts mehr im Wortlaut mit dieser Person zu tun haben möchte. Und anhand der Worte, die hier verwendet wurden, kann man irgendwie so ein bisschen interpretieren, dass dort schon ziemlich viel Salz vergossen wurde. Dementsprechend schade für die beiden. Es war meiner Meinung nach, wie es kommen musste. Menschen kommen zusammen, Menschen trennen sich, gerade wenn dann auch die Öffentlichkeit mit dazukommt und ganz viel Druck und Erwartung, ist das alles schwer. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die beiden in irgendeiner nahen Zukunft immer noch aneinander vorbeileben können, ohne dass deren Community sich aneinander aufreiben und immer wieder diese Sache in Konfliktpotenzial gießen, um dann daraus Drama und Beef zu machen, denn Beef muss man natürlich aber nicht auf Krampf braten. Wir gehen weiter, bleiben aber noch bei Rohard. Denn KuchenTV hat sich in einem Video die Frage gestellt, ist Rohard homophob? Und um das aufzuzeigen, warum diese Frage im Raum steht, hat er einen Tweet rausgeholt, den ich euch hier nicht vorenthalten möchte. Bruder, ich habe eine Frage, ja? Ja?
Wenn du damit, wenn ich dich da fragen darf, ja? Ja. Angenommen, du wirst Vater. Ja. Ein Kind ist gesund und munter. Mhm. Aber ist nicht hetero. Wie würdest du damit umgehen? Pass auf, was du sagst, bevor du gecancelt bist. Ja. Also bei mir, ich muss... Ja, dann würde ich halt erstmal so gucken, also wenn er gesund im Kopf ist und wenn bei ihm, also... Mann, Digga, man kann halt nur Falsche sagen, Willi, Alter. Hör mir mal auf, Alter, wirklich. Kein Kommentar. Ich würde gucken, so was, also... Ich mag halt, also, guck mal, wenn du... Warte, Bruder, wir reden nicht weiter. Warte, was ich mach. Also, sag dir ehrlich, Willi? Wie bitte? Hörst du mich? Ja, Bruder, ja. Also, so, also wenn er normal, wenn er schwul ist, gar kein Problem, aber ich mag zum Beispiel dieses, hey, Girl, Dings. Ja, halt dieses... Also, so dieses so... Ja. Nee, dieses, also, so dieses guck, Geschauspielerte, das ja, mag ich nicht. So, Girl, ja, hör auf, nimm zu ab. Ja, da, wo man weiß, er nimmt einfach irgendeine Persönlichkeit an, so, weißt du, wie ich meine? Anhand des Tweets bekommen wir so ein bisschen den Vibe, dass ein Rohart sich ein wenig um diese Antwort herumdrückt. Ich persönlich finde, dass es eigentlich auf diese Frage nur eine einzige richtige Lösung gibt. Und zwar ist die I love my son no matter what Antwort. Obviously. Als Elternteil liebst du deine Kinder so, wie sie sind. Und selbst wenn du das nicht kannst, liebst du sie trotzdem. There is no arguing about it. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich als Vasall von Just Nero muss natürlich darauf aufmerksam machen, dass besagter Lord Voldenero ein Video herausgeböllert hat. Und das thematisiert das Creator-Kollektiv Borderline aus Italien. Dieses hat als schlechte Kopie von Mr. Beast ein 5-jähriges Kind auf dem Gewissen. Guckt euch dazu auf jeden Fall Just Neros Video an. Es ist mir nicht begreiflich, wie so etwas passieren kann und wie diese Menschen auf die Idee gekommen sind im Vorfeld, dass das, was sie durchführen wollten, gut gehen könnte. Alles an deren Idee schreit nach, Bruder, lass das mal lieber nicht machen. Alles. Wirklich alles. Egal, ich will nicht weiter darauf eingehen, schenkt dem guten Lord Voldenero den Klick. Ich als sein treuer Vasall bin da verpflichtet, darauf aufmerksam zu machen und ihm die wenige Reichweite, die ich habe, zuzuschustern. Denn, sind wir mal ehrlich, ihm gehört meine Seele. Ich verdanke ihm so viel. Dementsprechend sagt dankbarer Tremont, gehen wir direkt weiter. Und zwar müssen wir an der Stelle über einen weiteren Ehrenmann sprechen, dem ich auch relativ viel verdanke. Und das ist Momodi. Der hat nämlich aus seinem Hauptkanal ein neues Video hochgeladen. Und zwar geht er dort als Person, die gut in dieser Community vernetzt ist, mit einer Perspektive von hinter den Kulissen, auf die Thematik ein und zeigt ziemlich deutlich auf, wie unglaublich eklig Dinge sind, die dort vorgefallen sind. Ich möchte es an der Stelle nicht wiederholen, aber das, was ein Sinanji in Bezug zu Kindern äußert, um eventuell seine damalige Freundin zu triggern oder halt auch nicht zu triggern und dabei irgendwas zu fühlen. Ich will nicht näher ins Detail gehen, aber mir ist tatsächlich bei meiner Reaction auf die Thematik die Sprache verschlagen. Dementsprechend guckt euch auf jeden Fall das Video von Momodi an. Nach meinem Wissen steht auch bereits ein Ermittlungsverfahren gegen Sinanji im Raum. Unter anderem hat auch ein Mr. Rap ein Video zu der Thematik gemacht, mehrere an der Stelle. Kann ich euch auch verlinken. Wie gesagt, Konsum nur auf eigene Gefahr. Kommen wir jetzt also zum letzten Thema, Werbung in eigener Sache. Ich habe auf meinem Zweitkanal die Entscheidung getroffen, jetzt aktiv die Entschuldigung von Mimi an ApoRed nochmal zu gucken und gesammelt auf meinem Zweitkanal hochzuladen. Dementsprechend glaube ich nämlich, anhand der Informationen, die wir jetzt bereits im Stream, aber auch privat verargumentiert haben, dass eventuell wir auf ein neues Entschuldigung-Part 10 von Mimi dieses Jahr noch warten dürfen. Auch kann ich mir gut vorstellen, dass sich gewisse Thematiken, juristische Themenbereiche in Bezug von ApoRed und der Sache 2016 eventuell sich vielleicht sogar noch dieses Jahr finalisieren könnten und man auch das nochmal neu thematisieren wird. Dementsprechend möchte ich einmal gesammelt diese ganze Reihe auf meinem Zweitkanal zusammenfassen in einer Playlist. Schaut euch gerne entweder im Stream oder die Reaction auf meinem Zweitkanal an, wenn euch diese Thematik aus Nostalgiegründen vielleicht noch interessiert. Anknüpfend daran habe ich auch die Entscheidung getroffen, genau das gleiche bei dem Payback von meinem Overlord Just Nero zu machen. Das Payback von Just Nero zu Aline Bachmann. Denn auf das Payback von Just Nero zu Aline Bachmann habe ich nie wirklich reagiert und habe ich dementsprechend auch nie in irgendeiner Weise hochgeladen. Diesen fatalen Fehler möchte ich jetzt auch nachholen. Dementsprechend guckt doch gerne bei meinem Zweitkanal rein und checkt meine Reaktion auf diese unglaublichen Themen ab.
Anschließend kann ich eigentlich nur noch erwähnen, folgt mir auf Instagram. Dort könnt ihr mir auch gerne Themenbereiche zum Wochenrückblick schicken, mir Input geben, mir Kritik geben, mir Fragen stellen, derlei Dinge, meine Videos und Bilder liken und mir auf jeden Fall folgen, denn ich will endlich die 1000 Follower auf Instagram haben. Mein innerer Monk schreit seit Wochen. Egal, folgt mir, auch wenn ihr mich nicht mögt, folgt mir trotzdem. An der Stelle kann ich jetzt eigentlich nur noch sagen, trink genug Wasser, ess genug. Treibt Sport und macht all das richtig, was ich falsch mache. Wir sehen uns im nächsten Video.